Kommen wir zu den Schwestern. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Die Wahrheit muss gesprochen werden. Entweder man nimmt sie an oder man mag mich nicht. Spielt keine Rolle, Bruder. Ich gehe nach Hause, ich werde mit meiner Familie sitzen, essen, trinken und mit meinen Freunden abhängen und in die Moschee gehen. Mir geht das, Bruder, an mir geht das vorbei. Ob man mich mag, nicht mag. Die Leute denken, wenn die im Internet Kommentare schreiben, haben die mir wehgetan. Bruder, es interessiert mich nicht. Es ist mir egal, Bruder. Es ist mir egal, egal. Wisst ihr, was heißt Internet ist mir egal? Ich versuche es, ein nettes Wort zu ihm, damit du zum Gebet kommst, damit du Koran liest. Bruder, mich interessiert das nicht. Ich gucke mir lieber Videos an auf TikTok, wie zwei Affen sich prügeln. Habe ich mehr Nutzen davon, als mir Kommentare durchzulesen. Genauso die Schwestern. Und dann siehst du die in der Masjid. Ha? Ja, und dann guckt in der Kamera, hat sie geschminkt. Und dann, ja, ich will Schwestern motivieren. Wallahi, du hast gelogen. Ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, du hast gelogen. Du hast das Video von dir nur gepostet, weil du dir selber gefällst. Und in Wirklichkeit trägst du es nicht. Vielleicht bist du sogar komplett unbedeckt. Und dann hast du das so gemacht und hast das gepostet. Abdelhamid, sagst du was nicht? Du weißt ja nicht, wie das Herz der Schwester ist. Weil vielleicht wird sie ja anfangen, sich zu bedecken. Bitte, bitte, lasst mal diesen Kinderunsinn und euren modernen Unsinn. Diese Internetwelt, lasst ihr mal bei euch. Wir sind anders groß geworden. Wir sagen die Fakten. Du hast das nur gepostet, weil du dich schön findest, damit du den Männern gefällst. Weil sonst würdest du dich ja nicht so freuen über Likes und Kommentare. Nein, die Schwester, boah, ist sie schön. Was ist sie denn schön? Ich sehe nur Augen. Dann lieber zieh deinen Niqab aus, zeig, wie hässlich du bist, dann bist du keine Fitna für mich. Weil Bruder, wallahi al-azim, zieh irgendein Kaputtner, mach die Augen so, schmink die Augen, wie sagen, Allahumma barik. Die sieht gut aus, auf einmal ist ein Mann mit Bart. Zieh aus, dann machst du uns keine Fitna, Schwester. Dann machst du uns keine Fitna. Weil das, was du machst, ist nicht schützen vor Fitna, das, was du machst, ist Fitna machen. Augen extra schön. Und dann siehst du sie, was wir gesagt haben, innama al-amalu binniyah. Die Taten sind entsprechenden Absichten. Allah beschäftigt sie damit. Schwester, du kommst nicht, du gehst nicht zu schönen Moscheen, zu zentralen Moscheen, zu mit Kronenleuchtern, damit du da schöne Videos machst, Schwester. Was interessiert mich das, wie die Masjid aussieht? Kann ich da Allah besser anbeten oder was? Allahs Haus ist Allahs Haus und dann siehst du die da drehen. Was machst du da? Wallahi, das ist Hasara, Ghafla, Ghafla, Hasara, ein Verlust.